Hallo Freunde, heute machen wir leckere Auberginen, schön knusprig von außen und zart von innen. Bei den Auberginen die Haut schälen, am besten mit dem Sparschäler. Hier am Ansatz schneide ich das auch weg, aber nicht komplett. Soll schon zusammenhaltend dann noch bleiben, aber diese länglicheren, die brauchen wir alle nicht. Und dann mit dem Sparschäler. So, nun nehme ich mir so eins vor und schneide so einmal hinein, längs drunter. Schön sanft und langsam, dann geht auch nichts schief. Ich glaube, hier gehe ich noch mal hinein. Jawohl. Jetzt lege ich das noch mal auf anders und schneide wieder hinein. So, so haben wir dann Stifte aus der Aubergine gemacht. Schaut mal. Ja, so sieht's aus. Perfekt. Jetzt nehme ich die Mitte ungefähr, so, das wäre dann die Mitte und schneide es einmal durch. So, perfekt. Das mache ich jetzt mit den anderen auch so. So, da sind wir. Perfekt. Ins kochende Wasser gebe ich Salz und unsere Auberginen. Die dürfen hier mal 2-3 Minuten kochen. Drei Minuten haben die gekocht, jetzt lasse ich die circa 5 Minuten abkühlen. Dann brauchen wir Eier, wir brauchen dann auch gleich mal Salz, wir brauchen Pfeffer und wir brauchen einen Teelöffel Senf. So, das Ganze gut verrühren. Und dann habe ich hier Semmelbrösel. Dazu gebe ich Mehl, Paprika edelsüß, einen sehr gut gehäuften Teelöffel. Und wir brauchen 2 Teelöffel Knoblauchpulver. Und das ist wichtig. Sehr lecker da. Okay, gut verrühren. So, nun nehme ich mir so eine Aubergine vor und tauche die hier erstmal ein. Und von allen Seiten, das ist ja schon nass, ne? Also deswegen, also man muss nicht erstmal da rein, sondern erst hier rein. Die Auberginen sind nass, nehmen einiges auf. So. Das duftet hier jetzt schon nach lecker Knoblauch. So, und nun kommt es in das Ei. Schön tunken. So, und so geht es in die Pfanne. Und in der Pfanne erwärme ich das Pflanzenöl und hier kommen unsere Auberginen drauf. So, ein bisschen auseinander machen. Und so werden die hier angebraten. So, und wenn es von beiden Seiten angebraten ist, kann man die rausholen. Die sind ja schon eigentlich gekocht und dürfte jetzt kein Problem sein. Wirklich, dass sie von außen schön sind und dann kann man die rausholen. So schaut das aus. Ich gebe noch etwas Dill darüber. Das duftet so herrlich. Also die sind so unglaublich lecker, so schön weich von innen und außen ist es schön knusprig. Oh Freunde, ihr werdet es lieben. Also wenn ihr Auberginen mögt, werdet ihr das Rezept ganz sicher vergöttern. So meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.